Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Sky Saga hier auf Jolles Insel. Guten Tag, Jolle. Das ist meine Insel. Das ist deine. Ach, sieh an. Kaum wiedererkannt. Das Schaf legt sich vor dich und knackt erstmal ein. Voll süß. Oh, guck's dir an, wie putzig. Warte, ich muss einen Screenshot machen. Du weißt ja, Screenshot Minias. Warte mal, wie war das mit F12? Ja, F12. Und weiß dann. Ich nicht. Und dann, warte. Warte. Hier, guck mal, ich hol das Schaf. Wie sieht denn das aus? Mit den Messern. Das ist gemein. Aber warum ist denn der Lebensbalken... Es ist wach geworden. Doofe Schaf. Warum ist denn... Nein, das arme Schaf. Mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Screenshot-Tool. Das ist natürlich für Screenshot-Minias fatal. Screenshot-Minias. Das ist natürlich jetzt fatal, wenn ich... Und ich starte das noch. Fatal, mein Lieber. Ich gucke gerade auf OBS auf der rechten Seite und denke mir so, wenn du jetzt abstürzt, dann haben wir ein Problem. Ich bin noch ziemlich nah am Mikrofon, fällt mir gerade auf. Ja, du bist irgendwie ziemlich laut heute. Was soll's? Ja, naja. Ich habe neue Sachen, gucke mal. Ja. Ein kleines Messer, das ist ja cool. Ja, habe ich kannst du so einen auf Schurke machen? Ja, das stimmt. Die sind extrem gut. Ich habe selber jetzt noch nicht mit denen gekämpft. Ich bin gespannt. Sie sind noch bestimmt. Was ist das? R? Wie? Ach, alles klar. Haha, das ist ja geil. Das ist ja super. Ich weiß, wie man von sich selber einen perfekten Screenshot macht. Mit F12 das Interface ausblenden. Ja. Dann R drücken. Und dann halt oben, ne? Und dann oben irgendwo in die Mitte, wo ungefähr dieses Umschaltsymbol ist. Ja, das habe ich mir übrigens schon fast gedacht. Okay. Dass das so funktioniert. Verstehe, weil man manchmal ein Screenshot von mir selber. Im Menü ist. Weil ich mach mal ein Selfie. Warte, ich will mit drauf. Oder ist das beim Selfie verboten? Nee, du kannst dich neben mich stellen. Hallo. So, jetzt machen wir R. Jetzt machen wir Klick. Und Klink. Du musst ein Stück weiter nach rechts. Du hast übrigens geile Armschienen, finde ich. Genau so. Das Problem ist jetzt nur. Ja. Stell dich mal auf die andere Seite, bitte. Mann, Digga. Magst du mich stell dich mal nicht, zu meinem. Doch, aber das Problem ist, du weißt, links. Komm ruhig vor. Na, bleib so stehen. So ist gut. Nicht in mich rein. Nicht in mich rein. Oh Mann. Die Dolche, gefährlich. Gefährlich mit den Dolchen. Okay, ich mach einen Screenshot. Ja. Ja, da. Was macht er? Er bewegt sich. Hör auf, dich zu bewegen. Jetzt. So. Alles klar, passt schon. Screenshot, Minias ist fertig. F12, super. Wir können die Folge beginnen. So, wir machen Abenteuer. Dann hallo, hallo ihr Lieben. Guten Tag da draußen. Ich habe noch einen instabilen weißen Schlüsselstein. Das ist aber das ist Schnee, das ist nicht schön, oder? Das ist ich habe noch Fenster. Ah, Minias, dieser instabile Stein ist doch immer das Abenteuerdingensstein. Ja, das ist Schnee, deswegen sage ich ja. Das tägliche Abenteuer. Warte, ich muss kurz Sachen machen. Und zwar. Wieso kann ich nicht. Du brauchst eine Genehmigung. Kannst du mir mal eine Genehmigung geben? Ich habe keine Genehmigung zu bauen hier. Boah, echt? So eine fiese Ratte bin ich. Ja. Ich dachte gerade, warum kann ich hier nicht bauen? Nee, vielleicht jetzt. Ne? So. Guck mal, hast du mal gesehen, die neuen Lichter hier? Die wurden mir geschenkt. Hast du gesehen, was ich hier gerade einbaue? Ja, Fenster halt. Na toll. Das sieht aus. Die wollte ich aber nicht haben hier. Und das habe ich mitten in die Bude gesetzt. Ja, bitte. Hast du jetzt mal diese tollen Lampen gesehen? Ich habe dir einen Auftrag gegeben, schwarz-weiß und mit Zigarren und so. Guck dir doch mal an. Na, du hast ja hier Exklusivverträge anscheinend. Ja. Kommst du? Okay, warte, ich setze noch das eine Fenster hier unten hin. So, egal. Ich habe meinen Altar übrigens kaputt gemacht. Jetzt ist er schwarz-weiß. Finde ich auch gut. Wie, weil er umgebaut worden ist? Oder weil, nee, wieso hast du es kaputt gemacht? Ich aus Versehen kaputt gemacht. Man kann ja hier auch so Zeug abbauen, eben mit seinen Schwertern oder so. Und dann ist es halt weg. Und das ist mir passiert. Und ich habe ein Bett gebaut. Aber ich setze mal die Fenster noch. So, jetzt habe ich die Fenster alle gesetzt. Alles gut. Wo denn? Wo in deiner Holzhütte, meinst du? Nein, ganz oben. Hier wohnt ein Schaf. Ach so, ja. Und? Komm geflogen. warte. Drin. Da ist ein Bett. Cool. Und halt den Altar, den habe ich nochmal neu gemacht. Und die Lampen hast du dir gleich in Großauftrag gegeben. Ja, ich habe da noch eine ganze Kiste voll. Hör mir auf. Aha. Hör mir auf. Hier ist der Altar, okay. Wie opferst du deine Gegner? Dich. Das ist nur der Minias-Altar. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Wenn du schläfst, mache ich das. Du merkst aber nichts. Also, bin ja beruhigt. Don't worry, be happy. Lass uns mal auf Abenteuer gehen. Ja. Das Geheimnis des Kellers wird niemals aufgedeckt werden. Nein, wird es nicht. So. Breit? Ich bin breit.
Ja. Are you ready for fight? Gut. Yes, indeed. Well, well. Ich hab das Gefühl, dass mein Mikro heute weiter aufgeregelt ist als sonst. Ja, es kann sein. Komm so. Du musst ja, jetzt. Ich los, komm, komm, komm. Geronimo. Das ist ja jetzt. Eis. Also, wir werden ein bisschen frieren. Naja. Passt sich der. Ich hab Halloween-Musik. Auch. Wir hatten gerade das Halloween-Update, also bevor wir hier angefangen haben. Oh, links ist schön. Sag mal. Jungs, ganz ruhig hier. Hier ist voll Party. Was ist denn das Sky hier? SkyTube? Wie hieß er denn? Merkwürdig. Kürbisköpfe? Was ist hier los? Was? Kürbisköpfe? Wo bist du denn überhaupt? Da bist du. Der Typ hat einen Kürbiskopf als... ja, das ist irgendwie ein... Oh nein, ins kalte Wasser. Nein, hier kann man schwimmen. Ich mag kein dunkles Wasser unter mir haben. Das finde ich widerlich. Auch im wahren Leben. Horror. Pass auf, ja, ich mag ich auch nicht. Bin ja mal von so Schlingpflanzen runtergezogen worden. Das ist mir mal passiert. Das war traumatisch. Wo gehst du hin? Weiß ich doch nicht. Ich gucke in der Welt rum. Ich kenne das auch gar nicht. Ist das neu? Ist das jetzt wegen Halloween? Das ist gehen wir in die Burg? Ja, komm, wir gehen in die Burg. Wir gehen in die Burg. Machst du uns einen eigenen... Oh, das ist Schnee davor. Ja, das ist halt Schnee. Guten Tag. Guten Tag. Oh, guck mal, die haben mich schon überall geplündert. Die Schweinenasen. Voll doof. Ich würde mir mal hier auf die 4 nochmal sowas legen. Ist das clever? Ob das clever ist, das... Weiß ich nicht. Du fragst. Die blauen Lampen finde ich auch gut. Blaue? Ja, jetzt haben die hier schon alles, ja, diese Brennkörbe. Hier oben sieht es aus, als wäre hier normalerweise eine Tür drin. Was ist denn jetzt passiert? Kommt da einer? Oh, diese... Echt gut. Alter, verdammt. Huch. Noch einer. Da ist mir auch was übrig. Alter Ninja. So, ich mache mal ganz hier kurz ein paar Löcher rein, weil mich mal interessiert, was hier hinter ist. Das sah aus wie ein... Ach ne, hier kommt man nur eine Stufe tiefer, okay. Ich bin doch weiter höher gegangen. Hier sind die mit den Kürbisköpfen, die Schweine. Hier oben ist aber auch keine Kiste. Also begnüg dich erst nicht hierher. Warte mal, wir gucken mal da drüben, wir gehen mal hier rüber und... Geronimo! Ah, na, okay, es war zu weit. Ich bin unten. Es wird dunkel. Die Leute agieren hier komisch. Ich bin geplumpst. Im Griff des Sturms, was? Ah, hier ist eine Kiste. Jol, wieso? Ich bin hier hinten, siehst du mich auf der Map? Ja, aber wieso? Was machst du denn da schon wieder? Ich benutze den Alles-Nehmen-Button an meine Abonnenten. Ich benutze den Alles-Nehmen-Button. Das hat ja auch ein bisschen gedauert. Ich habe den schon öfters verwendet, nur es ist irgendwie, keine Ahnung. Boah, das ist halt wirklich laut. Was ist denn da los? Echt? Ja. Wieso? Ich guck mal ganz kurz, wie hier... Warte mal, ich mach mal Sachen. Nee, jetzt nicht abstürzen. Im Griff des Sturms. Volume Lock aktuell. Und? Warte mal, das muss ich... Leiser geworden? Nehmen. Jetzt bin ich leiser geworden, kann es sein? Ja. Naja, ich glaube, mein Mikrofon war einfach... So, ich habe... Hol mich an, ich stehe drauf. Ja, was habe ich ausprobiert? Wie heißt denn das? Nein, ja, ich bin da. Desolas, nee, wie heißt denn das? Irgend so neues Teamspeak, Skype, Mix, Gedöns. Ja, Ahnung. Das, mir ist kalt, komm, kuscheln jetzt, los, komm. Oh ja, ja, gerne. Hoch. Oh, Kiste. Auf jeden Fall, dieses Tool hat die Macht über mein Mikrofon genommen. Verstehe. Oh, und hat das verstellt. Zumindest temporär. Ja, jetzt auch wieder alles gut. Übrigens ein Tipp für die, die auch Videos aufnehmen, besorgt euch das kleine Tool Volume Lock. Fischi verwendet das schon sehr lange. Es hat sehr lange gebraucht, bis ich das verwendet habe. Das ist ein Tool, was den Pegel eures Mikrofons auf einen bestimmten Wert fixiert. Dauerhaft. Da kann kein CSGO, kein... Sonst was, Dings, da Steam, Software kann das irgendwie verstellen. Das ja, hier ist nichts, oder? Wo geht's denn hier raus? Ich weiß jetzt gerade nicht, wohin wir da müssen. Entweder nach da hinten. Warte mal, Karte. Ja, lass mal hier weiter. Komm, ich folge dir. Ja, auch immer. Oh, Kiste. Das ist ja auch immer so verwinkelt. Und noch eine. Aber da ist auch nichts Ordentliches drin.
Ist alles nur so ein bisschen so Münzen und ein bisschen Baumaterial. Das ist so Rumgeplänkerzeug hier. Sieht's denn aus mit Rezepten? Oh, da ist es. Ich habe das Tor gesehen. Wo? Komm, wir gucken mal, ob der Boss noch da ist. Jo. Nimm die Dolche in der Hand. Das gibt's doch nicht. Die haben mir schon wirklich echt alles fertig gemacht. So eine Schweinenasen. Ich höre was zwitschern. Hörst du das? Dran. Wieso hört man denn hier Vögel? Das ist Indie. Ja. Oh, ich habe ein paar Handschuhe gekriegt. Himmelseisenhandschuhe des Wächters. Sind die jetzt. Schön, dass du Sachen kriegst. Ich krieg wieder keine. Ja, wir sind fast kaputt. Sind aber selten. Ich zieh's jetzt mal an. Achso, kein Rezept. Nee. Nur ein paar Handschuhe, ein paar fertig gecraftete. Was, ich könnte ja auch Zeug herstellen. Ja. Mach ich dir gern. Ich habe Spannungsmusik. Hier irgendwo ist noch ein Feind. Oh, hier ist eine große Kiste. Naja, immerhin Vorstahlerz. Kann man mal machen. Ich habe gelbe Textilfarbe und Gedöns. Drück schon wieder alles nehmen. So. Oh, Spannungsmusik. Da, wo ist hier noch ein Gegner? Da, hinter dir. Los, komm. Also diese Deutsche, ne? Ich sag's dir, heftig. Ja, das finde ich cool. Ich mag ja Schurken. Ich auch. Ich hab mal zu Zeiten von World of Warcraft habe ich Schurken gespielt und dann auch später im PvP. Das ist was Tolles, wenn du dann, da gab's so diese, ach, langes war her, ich hoffe, ich erzähl keinen Quatsch. Also damals gab's auf jeden Fall so Felder, wo, ich kann mich nicht mehr an die PvP-Karte erinnern, war ein Turm. Und an diesem Turm musste man auch hin, um Sachen einzunehmen, ne, um mit der Zeit sich da hinzustellen. Und da konnte man sich dann so hinter so eine Tanne verstecken. Ich als Schurke habe immer auf die Gegner gewartet und ich fand es immer total spannend. Hast du sie einfach von hinten erdolcht oder hast du den Bogen benutzt? Nee, erdolchen nicht, sondern es gab dann diese Kopfnuss und den ganzen Kram, wo du die halt immer betäubst, ja, und dann hast du halt darauf gehofft, dass deine Mannschaft mit hinten nachkommt und denen dann entsprechend das letzte Kauchleben aussaugt oder wie auch immer. Also, es war mehr so als Support, dass man halt die Leute erstmal stunt und so weiter. Da kannst du richtig große Klassen, konntest du ganz gut mit abhalten. Aber es ist sehr, sehr lang her. Da habe ich mich mit WoW noch ausgekannt und irgendwann hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ist einfach, wenn du so viel. Was ist mit diesem orangen Turm da hinten? Was für ein oranger Turm? Auf der Minimap sehe ich in die Richtung, wo ich jetzt schaue, sehe ich einen Orang. Das sind diese Markierungen. Du hattest doch irgendwie gestern, also jedenfalls für gestern in der Folge, noch so die Aufgabe, zum Beispiel, finde zwei Markierungen auf der Wüsteninsel. Und diese Türme sind halt so Markierungen. Das sind. Aber ich muss Dschungelland machen, sieht nicht nach Dschungel hier aus. Es ist zweimal dasselbe im Griff des Sturms. Also, don't worry. Ja. Okay. Kommen Sie mit, wir gehen jetzt hier raus. Ja. Ist doof, ich glaube nicht, dass wir hier noch was machen können. Der Boss spawnt auch nicht. Ich höre Vögel zwitschern, es wird warm. Das war es, war ein ziemlich kurzes Abenteuer, ne? Ah, jetzt erklärt er hier in dem Zwischenbildschirm. Ich glaube, Indy und Mephisto wollen sich unterhalten, habe ich das Gefühl. Ja, es kann sein. Wir wollen über Teamspeak kommunizieren. Dafür kriegen wir ja, eine Post, wollte ich sagen. Also sie haben Post. Was für was? Dafür, dass wir das tägliche Abenteuer machen, gibt es ja immer Post. Ach so, okay. Meistens dann auch Geschenke. Kenn ich das schon? Ich kenne das noch nicht. Oh, cool. Ja. Gildenbelohnung und ein Totenschädel, wie sagt man, Emblem? Weißt du, so ein. Das Rezept kenne ich bereits. Kennst du es auch schon? Wo bist du? Nö, so? Ich weiß nicht. Nee, ich bin im Lager. Du weißt ja, dann kennst mich hier ja nicht. Gebe ich dir mal meins. Zeig mal, was hast du da eingesammelt? Moment, ich muss Sachen überlegen. So. Ja. Ach, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ist doch super. Ich kannte es schon. Danke. Wieso kanntest oder kanntest du das denn schon? Unfassbar. Keine Ahnung. Himmelseisenplatte, Himmelseisengewichte brauche ich. Dann kann ich meine Handschuhe reparieren. Ja, hast du oder brauchst du? Weiß ich nicht, ich guck mal meine Kisten, also. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder Rechte oder ich bin wieder zurück. Nee, Gewichte. Nee, habe ich wieder nicht. Blöde. Mist. Diese blauen Glasscheiben, die ich hier eingebaut habe, gefallen mir sehr gut. Ich habe hier übrigens wieder eine neue Kiste, ihr Lieben. Nur mit Wachs. Ach man, und ich war long time ago, habe ich hier mal. Da! Das Himmeleisensgewichte.
Amber und Himmelseisensplatten. Ich habe sogar in der gleichen Kiste unten links da, muss ich mir merken. Ja, komm, Himmelseisen solltest du auch wirklich haben, also. Ah ja. Ich meine, für mich ist es schon, ne? Für dich. Ja, ja. Reparieren. Oh, das ging aber schnell. Reparieren von Sachen, von aber Rüstung geht relativ fix. Ja. So. Und hier sind übrigens meine beiden Kisten mit diesen Lichtern drin. Dann noch die alten. Oh Mann, ey, das wird einfach zu voll. Ich brauche ein größeres Lager. Ja, ja, ja. Ich bin ja auch so ein Messi. Also im wahren Leben überhaupt nicht. Im wahren Leben bin ich eher das Gegenteil. Und ich find das hier total im Spiel merkwürdig. Muss ich sagen, keine Ahnung, mir geht das auf den Sack. Also ich finde zum Beispiel bei 7 Days? Nö. Minecraft, da gibt es doch das Inventory Tweaks. Ja. Wo du praktisch mit R, mit dem Buchstaben R, das so ein bisschen vorsortieren kannst, ne? Und das finde ich klasse. Also das finde ich wirklich der Hammer, wenn du so einen Automatismus drin hast, der dir das Inventar sortiert. Oder du hast das mit dem Tinkers und so weiter, mit dem Computer und hast du nicht gesehen drin. Ja gut, das ist ja zum Bauen dann. Ja genau, ja, das ist ja eine Alternative, das ist auf jeden Fall, also... als ich mit Fischi in Skysaga den Computer gebaut habe, das war schon richtig cool. Vor allen Dingen, dass man halt da einfach das sagt, so jetzt baue ich das, wo ich Bock drauf habe und muss mir nicht Gedanken machen, wo ich die ganzen Sachen zusammenkriege. Ne? Sag mal, wie sieht denn das aus hier? Warte mal, ich muss kurz, warte mal. Genau am Sortieren. Das ist ja unglaublich. Schlüsselstein gewöhnlich. Ich habe noch so ein Daily, so ein Schlüsselstein selten. Mann, ja. Aber ich würde sagen, die Leute wundern sich bestimmt schon, gell? Heute ist Freitag, also wenn ihr es guckt, heute ist Donnerstag. Heute kam eine Folge und Donnerstag. Jetzt ist Freitag. Also eigentlich haben wir einen Rhythmus Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, ne? Für unsere Aufnahmen, unsere gemeinsamen. Jetzt nicht festgelegt auf irgendein Spiel. Boah. Der macht jetzt gleich einen Abflug. Pass auf, das macht es gleich nochmal. Ich habe gerade hinter dich geguckt, da ist das Huhn hier abgegangen. Ja. Oh, Huhn, du bist fast tot. Pass mal ein bisschen auf vor der Platte. Huhn! Willst du ein Schick? Einfach mal draufschieben. Nein! Jetzt machst du das die ganze Zeit. Gucke. Jetzt bleibt es da lieber. Oh. Das arme Huhn. Oh, ich muss noch ein bisschen draufschieben. Während das Huhn hier so ein bisschen rummacht, wollen wir mal erklären, warum wir heute überhaupt eine Folge machen. Denn wir werden mit dieser Folge Skysaga erstmal Akta legen. Pausieren ist ein blödes Wort, weil jeder weiß, beim Let's Player bedeutet Pausieren eigentlich auch abbrechen. Wir haben ja gesagt, das ist für uns eine Serie, wo wir euch das vorstellen wollen. Genau. Und ich glaube, das ist damit dann auch erreicht. Also wir haben euch tatsächlich alles gezeigt. Lasst eure Fantasie freien Lauf und baut in die Welt hinein. Und genau, also das Spiel langfristig hat natürlich immer diese Missionen, die sich sehr oft wiederholen. Und dann halt auch dieser Baufaktor, dass man sich was Schönes aufbaut und den Erfolg über die Zeit hat. Wir wollen ja mit unserem Zusammenspielen verschiedene Spiele ausprobieren. Und wir haben Bock auf was anderes. Das hatten wir jetzt schon oft. Wir haben Project Zomboid zusammen gemacht. Wir haben dann Fight the Dragon. Das war allerdings ein bisschen früher beendet, weil das Spiel halt nicht das gebracht hat, was wir uns erhofft hatten, nämlich auch gegen den Drachen zu kämpfen. Und wir werden auch zukünftig weitere Spiele ausprobieren und wir werden auch hier was Neues ausprobieren gemeinsam. Das wird morgen kommen. Wir werden das jetzt nicht großartig bewerben oder so. Wir sagen einfach morgen, schaltet ein zur gewohnten Uhrzeit. Was haben wir? 12 Uhr haben wir? Nee, was haben wir immer? Ja, wir haben eigentlich sonst immer 12 Uhr, aber ich weiß nicht, für das Projekt, weißt du, das ist doch was Besonderes. Ah, ja, stimmt. Dann überlegen wir uns nochmal. Auf jeden Fall gibt es dann wieder regelmäßig irgendwann um die Mittagszeit rum, plus minus ein, zwei Stunden hier um die 12 herum. Ne, minus eigentlich eher nicht, eher plus. Wird es dann entsprechend ein neues Projekt geben. Das schon ab morgen, zum Wochenende pünktlich, zum Samstag startet das dann. Und wir haben es gestern schon angespielt und muss sagen, eine gewisse Faszination war, ne? Ja, also ich fand es auch extrem klasse. Das ich hoffe, richtig gepackt. Also es ist nichts Neues, es ist nichts, was noch irgendwie voll das Geheimprojekt oder sowas, was niemand weiß. Es ist was... Es ist perfekt für uns. Es ist perfekt, genau. Es ist perfekt. Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir heute eine etwas kürzere Folge. Was ist kürzer? Wir sind auch bei fast 20 Minuten. Bitte seid nicht traurig. Für alle die Skysaga geil finden, Skysaga ist ein tolles Spiel. Es ist vor allem kostenlos. Und es ist nicht umsonst, ja, es ist nämlich gar nicht so schlecht und macht wirklich Spaß und ich glaube, jeder kann da seinen Spaß dran haben, der so ein bisschen Minecraft mag und aufbauen und Abenteuer und nicht schlecht. Für uns ist es damit gewesen, Jorle spielt noch ganz viel privat Skysaga, ich bin da zeitlich nicht so... Ich schaff das zeitlich auch nicht so. Also, wir machen auf jeden Fall ein neues Projekt. Nicht lang schnacken, komm in Nacken. Genau.
Das war die letzte Folge von Sky Saga. Das heißt aber nicht, dass es die letzte überhaupt war. Vielleicht schauen wir auch später nochmal rein. Das können wir derzeit noch nicht sagen. Und nein, es ist nicht Unturned. Das sage ich jetzt. An dieser Stelle. Wir machen keinen Unturned. Nein. Wenn ihr hast, machst du mal wieder Unturned. Wir machen was Solides. Also was schön, fertig, ihr werdet abgerundetes Spiel. Es wird toll werden. Für die, die gucken jetzt ganz gespannt und gucken wahrscheinlich schon auf dem Kanal, hat er eine neue Playlist gemacht und so weiter. Hinweise wird man wahrscheinlich finden und ich werde auch kein Geheimnis draus machen, aber es werdet ihr dann morgen sehen. Also schaltet morgen ein. Jetzt zu Unturned! Ich hab's verraten, Entschuldigung. Nein, war ein Spaß. Bis morgen. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.